Hallihallöchen, ich bin Samsara vom Kanal Samsara und Bike und ich möchte mit heute euch ein kleines Experiment machen, denn ich habe vor, heute meinen allerersten Hefezopf zu machen. So, also mit Hefeteig bin ich ja auch schon so ein bisschen am herumexperimentieren. Ich mache öfters mal Hefebrötchen, Hefequarkbrötchen, Brot, obwohl das Brot macht meiste Zeit wirklich Spike, aber das möchte ich auch nochmal machen. Und ja, da wir heute Ostermontag haben und ich jetzt so eigentlich noch nichts Ostermäßiges gebacken habe, außer einen Karottenkuchen, dachte ich mir einfach mal, ich stöbe auch so ein bisschen in dem alten Rezeptbuch von meiner Oma rum und ich habe da tatsächlich ein Hefezopf-Rezept gefunden und es klingt wirklich relativ einfach. Ich möchte es einfach mal versuchen, wobei ich Angst habe vor dem Flechten. Wir werden sehen, wie es aussieht. Seid gespannt, guckt mit zu und eventuell habt ihr auch Bock, es nachzubacken. Ich habe richtig Bock und wir legen los. Hier sehen wir auch die Zutaten für den Hefezopf, den ich heute versuchen möchte zu machen. Es ist wirklich nicht viel. Wir brauchen Weizenmehl, wir brauchen Zucker, wir brauchen ein bisschen Vollmilch, wir brauchen Heilzucker für die Dekoration. Man sieht es ja auch auf dem Bild, ne? Hefekranz. Wir brauchen ein Ei später, damit der Hefezopf so schön glänzend ist, wie er sein soll. Und wir brauchen einen Würfel frische Hefe. Man kann natürlich auch hier Trockenhefe nehmen. Ich möchte aber mehr mit frischer Hefe arbeiten, von daher habe ich mir für die frische Hefe entschieden. Man kann es natürlich auch, selbstverständlich dann mit Trockenhefe machen, muss man dann aber gucken, wie viel man braucht. Das weiß ich so aus dem Kopf jetzt nicht, das kann ich aber gerne im Rezept noch so nachtragen, falls jemand sich nicht an die frische Hefe traut. Ja, das war's auch schon. Ich habe mir hier noch einen Messbecher, einen Backspatel, einen Pinsel zum Bestreichen, später für das Ei. Und halt mein kleines Rezeptbüchlein, an das ich mich jetzt halten werde. Und ich würde sagen, wir legen los. Dann wollen wir doch auch schon mal starten. Und ich beginne damit, 500 Gramm Weizenmehl auszuwiegen. Die Waage habe ich gerade schon angemacht. Ich brauche es jetzt einfach nur noch reinkippen hier. 501. Auch passend. Dann machen wir eine kleine Mulde in der Mitte. Wie gesagt, jetzt so ein Hefeteig ist für mich was komplett Neues. Ich bin wirklich gespannt, ob ich das so ganz gut mache. Sieht man die Mulde? Ich hoffe, man sieht sie. Ich halte einmal die Schüssel rein. Sollte eigentlich groß genug sein, würde ich mal so behaupten. Dann gucke ich einmal auf mein Zettelchen. Es geht jetzt los, die Hefe reinzupacken. Ein ganzer Würfel frische Hefe. Und Trockenhefe war, glaube ich, ein halbes Paket. Wie gesagt, ich werde noch mal so ein bisschen recherchieren und das dann später ins Rezept schreiben. Ich bröcke die jetzt einfach mal hier so rein, weil ich hatte mal irgendwo gesehen, dass das so ganz praktisch ist, besonders später, wenn man den Teig verknetet. Sollte das nicht so richtig sein oder macht das keinen Sinn, was ich gerade mache, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin offen für jede Hilfe und jede Kritik. Jetzt geht es darum, den Zucker mit reinzuwerfen. Also muss ich einmal das Gewicht abziehen von der Waage und wir brauchen 100 Gramm Zucker. Ich war zuerst am Überlegen, Braunzucker zu nehmen, aber brauner Zucker braucht, beziehungsweise Rohrohrzucker, den wir so gerne nehmen, der braucht ein bisschen länger, bis er sich auflöst. Ich hatte auch mal einen Zupfkuchen gemacht mit Braunzucker und naja, der Zucker hatte sich nicht aufgelöst und wir hatten da ganz viele Kristalle. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal beim raffinierten weißen Zucker, obwohl brauner Zucker auch so seine Vorteile hat, finde ich. Er schmeckt halt karamelliger. Wenn das hier aber was wird, würde ich tatsächlich versuchen, mal mit Rohrohrzucker oder einer anderen Zuckeralternative zu arbeiten. Ja, 85, 101, was ist denn das? 501, 101, ich habe Glück heute. Jetzt muss ich mich nur noch darum kümmern, die Milch einmal lauwarm zu erwärmen. Deswegen wird es jetzt hier gleich einen kleinen Cut geben, weil ich muss die Mikrowelle anmachen. Hier habe ich meine 1/4 Liter lauwarm erwärmte Milch. Und ich kippe die jetzt so vorsichtig, wie es jetzt gerade nur so geht, in die Mitte. Obwohl ich das Gefühl habe, das wird nicht so klappen. So, ich habe jetzt folgendes Problem. Das Rezept besagt, das Ganze soll mit Mehl bedeckt werden. Ich weiß nicht, ob man es gerade so sieht, aber ich habe ein folgendes Problem.
Die Milch ist überall. Ich kann es nicht bedecken. Ich lese einmal ganz kurz vor. So, das Mehl in eine große Schüssel geben, eine Mulde in die Mitte drücken und die Hefe hineinfuhren. Zucker und lauwarme Milch dazugeben und mit Mehl bedecken. Mit einem Tuch abdecken und etwa 15 bis 20 Minuten ruhen lassen. What do we do? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das jetzt schon knete und dann einfach ruhen lasse. So kenne ich das eigentlich auch von Hefeteig. Ich komme ans Mehl nicht ran. Das ist eine Katastrophe. Von daher werde ich das jetzt kneten. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Ich nehme mal die Waage da drunter weg. Ich habe jetzt keine andere Wahl, als zu kneten. Also Zeitraffer an und los geht's. Der Teig ist jetzt geknetet, sporadisch geknetet. Ich hoffe, das geht so gut. Ich werde jetzt natürlich schnell den Teig abdecken und wir lassen jetzt erstmal eine gute Viertelstunde ruhen. Bap. Timer wird gestellt und wir sehen uns gleich wieder. Ein kurzer Zwischenstand. Ich habe mir den Teig eben gerade jetzt nach 15 Minuten angeguckt und er ist leider noch nicht wirklich aufgegangen. Von daher habe ich jetzt den Ofen auf 50 Grad Umluft angemacht, dass der Teig nochmal weitere 15 Minuten aufgeht. Normalerweise ist es ja eigentlich auch so, dass ein Hefeteig etwas über eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eine knappe Stunde braucht, um zu gehen. Von daher habe ich jetzt nochmal den Timer auf eine Viertelstunde gestellt und hoffe, dass er dann so ein bisschen aufgeht, damit wir ihn dann nochmal schön kneten können. Und dann geht's ans Flechten. Meine lieben Freunde, ich habe ihn jetzt, wie schon gesagt, 15 weitere Minuten mal in den warmen Ofen gelegt. Und ich muss sagen, er sieht jetzt wirklich so aus, wie er aussehen sollte. Tada! Er ist doppelt und dreifach aufgegangen. So sollte es auch sein. Ich werde ihn jetzt noch einmal ein bisschen durchkneten. Dann gebe ich ihm nochmal, was sagt ihr das Rezept, 30 Minuten. Und dann können wir ihn formen und in den Ofen schmeißen. Einmal gründlich durchkneten. Fühlt sich schon mal sehr gut an. Also ich habe ja ein bisschen Erfahrung, was Hefeteig angeht, weil ich ja halt auch öfters Hefebrötchen mache, habe ich schon angemerkt. Aber weiß nicht, ich war mir hier beim Hefezopf so ein bisschen unsicher, weil ich diese Mehlmulden-Methode mit Milch so nicht probiert hatte. Die Rezepte, die ich da vorgenommen hatte, das war halt, wo du die frische Hefe vorab mit Zucker und so auflöst und dann in das Mehlgemisch reingibst und das dann verknetest. Von daher war ich da so ein bisschen skeptisch. Es hat letzten Endes ja auch nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Oh, der fühlt sich echt gut an. Er klebt nicht zu stark. Also ich kann ihn so gut kneten und ich habe kaum was an den Pfoten. Das ist schon mal sehr gut. Ich würde sagen, das reicht so. Die Schale hat jetzt noch gut Wärme inne. Von daher decke ich den jetzt so nochmal ab und lasse ihn jetzt hier in Küchentemperatur ruhen, weil ich glaube, das war wirklich der Fehler, den ich vorhin hatte. Die Küche war zu kalt, obwohl ich persönlich das Gefühl hatte, es war warm genug. Wenn ihr euch nicht sicher seid, macht es wie ich, macht den Ofen auf 30 oder 50 Grad Umluft, lasst ihn mit anwärmen und wenn der Teig ja eh nur 15, 20 Minuten ruht, kann er da auch abgedeckt im Ofen bleiben. Manche machen es auch in der Mikrowelle, aber da habe ich persönlich nicht so Erfahrung. Ich habe eigentlich immer den Ofen genommen. So, ich würde sagen, er ist gut geknetet, ne? Jetzt mache ich nochmal den Timer auf eine halbe Stunde. Heize kurz vor Ende der Ruhzeit den Ofen schon mal an. Oder vor, besser gesagt. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das Flechten ganz gut hinkriegen. Der Ofen ist fertig vorgeheizt und ich werde mich jetzt darum kümmern, diesen Teigklumpen in zwei Hälften zu halbieren, um ihn dann irgendwie zu flechten. Ich habe mir tatsächlich ein paar Tutorials angeguckt. Eins, was als einfach erklärt wird, aber für mich eher seltsam klingt, weil, aber seltsam eigentlich nicht, weil es irgendwo auch Sinn macht. Aber ich weiß nicht, ob mein Kopf das so hinkriegt, wie es da gezeigt worden ist. Von daher versuchen wir es jetzt einfach mal. Ich muss mir vorher erstmal einmal hier meine Arbeitsplatte einmehlen. Ich brauche unbedingt nochmal ein etwas größeres Brett, wo ich dann auch Teige und so machen kann, weil hier immer auf dem Kochfeld zu kneten und zu rollen und gedöns ist immer so ein bisschen nervig, sagen wir es mal so. Ich würde mal sagen, das ist genug Mehl. Es wäre natürlich jetzt nicht, dass mir hier irgendwas festklebt, weil das ist eine Katastrophe für mich. Oh ja. Der Teig fühlt sich wirklich sehr gut an. Daher, dass er nicht so stark klebt, wie ich befürchtet hatte, dürfte das eigentlich recht gut werden. Ich werde ihn jetzt hier drauf noch mal so ein bisschen
Warum klebst du jetzt? Ich habe hier alles gemäht. Ich wollte gerade sagen, ich werde ihn jetzt hier nochmal durchkneten, aber natürlich klebt er dann direkt fest. Ich will ihn natürlich nicht überkneten, aber ich will ihn jetzt noch einmal ganz kurz dieses Mehl, was hier drumherum liegt, so ein bisschen einarbeiten, dass es dann ein bisschen einfacher klappt, den hier gleich zu teilen und zu formen. Ich werde die Teile jetzt nicht auswiegen, weil ich mache das peu à peu Augenmaß. Muss ja nicht immer alles genau sein. Außer es steht so im Rezept, steht es hier aber nicht. Von daher, ja, Mitte. So, die eine Hälfte lege ich mir zur Seite, damit ich den jetzt hier schon mal so ein bisschen rollen kann. So wie ich das gesehen habe, soll man von der Mitte... Ah, jetzt klappt es. Man soll von der Mitte nach außen rollen, dass man eine ziemlich gleichmäßige Masse hat. Rolle. Aber so richtig gleichmäßig hinkriegen tue ich das gerade nicht. Ich habe auch nicht den Platz, den jetzt hier noch länger zu machen. Aber muss ja auch nicht perfekt sein. Ich hätte, glaube ich, aus dem Teig sogar zwei Hefezöpfe rausmachen können. Aber dann wird es halt ein gigantischer Hefezopf. Und laut dem Tutorial-Video soll das genau so funktionieren. Moment. Ein Kreuz machen. Und dann soll das über Kreuz gelegt werden. Also so. So, und dann, ich hoffe, das wird wirklich was. Habe da so ein bisschen Sorge. Nein, mein Teig ist mir gerissen. Ah, oh Gott, er klebt. Halt, stopp, das ist jetzt... Das. Oh no. Wie ist das denn jetzt passiert? Oh nein. Teig, warum machst du sowas? Warum reißt du? Ach. Ich frage mich, was meine Oma sich bei dem Rezept gedacht hat, weil das klingt wirklich sehr, sehr vereinfacht. Aber wie wir gerade sehen, funktioniert das nicht ganz so gut. Und ich möchte mich jetzt, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen beeilen, weil der Ofen schon vorgeheizt ist. Ah, wie machen wir das denn jetzt? Ich hoffe, da reißt gleich nicht nochmal. Und jetzt ist das auch nicht mehr so die Hälfte. Versuch's nochmal. Vielleicht habe ich ihn zu weit ausgerollt. Das kann natürlich auch sein. Versuch Nummer 2, wünschen wir mir Glück. Versuche es gerade wirklich so gleichmäßig wie möglich zu machen. Hoffen wir mal, dass das jetzt hält. Frage mich auch, ob ich zu sehr gezogen hatte. Obwohl das eigentlich nicht passiert ist. So, also Versuch Nummer 2. So. So. Ich habe wirklich das Gefühl, der wird gleich wieder reißen. Man sieht, dass zum Schluss der Teig nicht gleichmäßig in der Menge war. Er wird also wahrscheinlich auch am Schluss recht traurig aussehen. Ich ziehe ihn jetzt nochmal so ein bisschen auseinander. Ich zeige euch mal ganz kurz von oben, jetzt gerade oben, wie er aussieht. Jetzt seht ihr auch meinen versuchten Hefezopf. Ich finde es nicht allzu schlecht, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht so schön aussehen. Jetzt mal von der ungleichmäßigen Menge zum Schluss beiseite, aber hier oben, das verschmilzt so ein bisschen. Man sieht jetzt nicht mehr so richtig, wo und wie angefangen worden ist zu flechten. Hier die Mitte sieht wunderschön aus, finde ich. Ich transportiere diesen kleinen Hefezopf jetzt auf das Blech, werde den noch mal kurz 5 Minuten gehen lassen, dann werde ich den mit dem Ei bestreuen, backen, dann Hagelzucker drauf und dann kann er nachher auch gegessen werden. Ich bin gespannt. Nachdem der Hefezopf jetzt ungefähr 15 oder 20 Minuten noch mal ein bisschen aufgegangen ist, wie man sieht, er ist ein bisschen größer geworden, werde ich ihn jetzt mit dem Ei bestreichen und den Hagelzucker drüber streuen. Der Ofen wartet ja schon sehnsüchtig, dass der Hefezopf da reinkommt. Schön großzügig, dass er schön goldbraun glänzend nachher aus dem Ofen wieder rauskommt.
Ich bin echt gespannt, wie er im Endeffekt aussehen wird. Ob er die Flechtform so wunderbar beibehält oder ob er sich sehr stark verformt. Das wird sich dann nach ungefähr, was war das? 30 Minuten Backzeit dann zeigen. Ich würde mal sagen, das sieht so ganz gut aus. Hier an der Seite mache ich noch ein bisschen. Lieber zu viel als zu wenig. Dann ein bisschen Hagelzucker drüber streuen. Ich würde mal sagen, einfach nach Bedarf. Wie geht denn diese Packung hier auf? Dafür gebe ich mir erstmal ein bisschen was in die Handfläche, damit ich das ein bisschen besser dosieren kann. Und streue das dann alles auf Backblech. So ein bisschen schön vereinzelt auf den Hefezopf. Ja, ein bisschen kann noch. Ich glaube, das sieht recht gleichmäßig aus. So. Und dann würde ich sagen, schieben wir den Kleinen mal in den Ofen und lassen ihn 30 Minuten backen. Tja, was soll ich sagen? Es erinnert nicht mehr so richtig daran, dass es ein Hefezopf sein soll. Ich habe es aber auch vermutet gehabt. Ich mache jetzt nur noch einmal ganz kurz den Zahnstocher-Trick, um zu gucken, ob der Teig im Innern wirklich durch ist. Weil bei der Masse, also war ich mit meiner Vermutung doch richtig, dass ich daraus hätte zwei Hefezöpfe machen können. Sieht durchaus nichts feucht oder schmatzig noch. Das ist er. Rutscht da runter. Ja, er ist, ich kann wirklich nicht genau sagen, worin jetzt der Fehler lag. Ob ich ihn jetzt zum Schluss zu stark geknetet hatte, weil ich ja diese Teigwürste da formen musste, dass es da vielleicht ein bisschen too much war. Er war mir auch gerissen. Jetzt hier gerade sieht es auch so aus, als wäre es auch richtig stark auseinandergerissen. Ich halte mal ganz kurz die Kamera andersrum, dann könnt ihr es besser sehen. Ja, also ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Es hört sich gut an. Das Ei ist leider auch ein bisschen zu braun geworden. Also ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so gut sieht, aber der Glanz ist auch größtenteils weg. Es kann natürlich sein, dass ich zu wenig Ei genommen habe oder ob da noch was in die Eimischung hätte reingemusst. Da muss ich mich nochmal so ein bisschen durchgucken. Es sieht jetzt halt einfach so aus wie ein missratenes Brot. Ich weiß nicht. Ich kann ihn jetzt natürlich auch noch nicht probieren, um zu testen, ist er wirklich süß genug oder nicht. Das werde ich nachher erst ausprobieren können, wenn er komplett ausgekühlt ist. Ich finde es schade. Ich fand die Form, die ich geflochten habe, eigentlich recht okay und hatte auch Hoffnung, dass er so in der Form bleibt. Aber irgendeine Stimme im Hintergrund hat mir natürlich auch schon gesagt, sei dir da mal nicht so sicher, das kann auch ganz anders aussehen. Also ich präsentiere euch meinen allerersten Hefezopf mit Anführungsstrichen Zopf. Ja, ich weiß nicht. Ich werde ihn jetzt auskühlen lassen und dann schaue ich mal, dass ich den nachher probiert bekomme und euch ein Fazit geben kann, wie er denn schmeckt. Das Rezept übrigens empfehle ich euch aber trotzdem nachzubacken. Ich werde es nochmal so ein bisschen optimieren müssen tatsächlich, dass es halt auch ein bisschen bildlich besser vorstellbar ist, weil jetzt hier zum Beispiel das Flechten vom Zopf war im Rezept gar nicht drin. Und auch das mit der Geh- und Ruhezeit des Teiges war auch nicht passend angegeben. Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich werde das fertige Rezept auf jeden Fall in der Videobeschreibung posten. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen was daraus so gelernt wie ich. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann nochmal versuchen. Das hält mich nicht auf. Er wird bestimmt schmecken, daran zweifle ich nicht. Ich bin nur so ein bisschen perfektionistisch und ärgere mich gerade über die Form. Von daher werden wir schauen, dass ich das Rezept optimiert kriege, dass ich den nochmal backe und dann backen wir ihn nochmal wirklich perfekt. Der Hefezopf hat nun gut abgekühlt. Ich werde jetzt noch einmal ganz kurz gucken und probieren, wie er dann schmeckt. Also er ist auf jeden Fall ordentlich fluffig. Ja, ich habe ihn jetzt schon mal halbiert, aus dem Grund, weil ich tatsächlich einen Teil davon verschenken möchte. Ich werde ihn jetzt einfach mal ganz genüsslich verkosten. Dazu müssen wir einmal einen Kameraswitch machen. Dann will ich doch mal probieren. Ich bin echt gespannt. Also durch ist er auf jeden Fall. Riecht sehr stark nach Hefe. Ich glaube, ich hätte ihn fast noch süßer machen können. Müssen wir mal schauen. Dass ich Milch genommen habe, war schon mal die gute Idee. Im Rezept heißt es ja lauwarmes Wasser oder lauwarme Milch. Und 100 Gramm Zucker. Da fehlt Zucker. Also es ist ein süßer Hefezopf, soll es sein, aber man merkt das leicht süßliche, aber es ist nicht so präsent, wie man es vom Hefezopf kennt. Es ist nah dran,
an dem Hefetopf, wie man ihn kennt. Ich würde statt 100 Gramm Zucker tatsächlich 150 bis 170 Gramm Zucker nehmen. Ja, auf die Menge kommt das dann, glaube ich, ein bisschen besser. Ansonsten finde ich ihn top. Von der Konsistenz wirklich super. Geschmack ist ja auch eigentlich ganz okay, wenn man da jetzt schön Honig oder Marmelade drauf schmiert. Das passt bestimmt richtig gut. Dann könnte es von der Süße reichen, wenn man den aber so pur mit Butter essen möchte oder so. Dann würde ich tatsächlich ein bisschen mehr Zucker reinmachen. Für das erste Experiment war das ganz okay. Ich werde das Rezept noch so ein bisschen abarbeiten und umändern. Und wie gesagt, gebt mir euer Feedback. War es okay? Kennt ihr das ganz anders, wenn man den Hefezopf macht? Oder habt ihr vielleicht ein paar Tipps für mich? Ich bin sehr offen, was das angeht. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen dran werkeln und meinen Zauberstaub drüber streuen und dann mal schauen, dass ich den noch mal vernünftig backe. Auch so von der Form her, weil das ist ja wirklich sehr explodiert. Das soll ja nicht so sein. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Habt auch ein bisschen was gelernt. Ich habe auf jeden Fall was gelernt und ich werde mich daran setzen, den jetzt noch mal umzuändern. Und dann backen wir ihn noch mal vernünftig nach. Also, bis dann.